Weiterganger war prinzipiell, also das alte Schiff Weiterganger prinzipiell rechts unten. Man hat beide Waffen gleichzeitig benutzt. Das sollen sie mal wieder Und schön zurückmachen. ein Aber wir nehmen jetzt nicht nochmal eine ein Zax mit, oder? Inchi, Nö, nö. ein Inchi hattest du oben und der andere Inchi, der konnte hinten Hülle, Ballon von einer Position reparieren. Ja. Ich meine, ich werde Du eh Feuer stellst dich an die Kante übrigens. und kannst Ballon, Hülle, Ballon, Hülle, du brauchst dich gar nicht bewegen. Und das hat halt einigen nicht gepasst. Warum denn? Genauso damals mit der Stormbreaker hat es angefangen, wo sie auf einmal Ballon und Hülle vertauscht haben. Ja, das fand ich auch scheiße. So, letzte Runde. Mit der Original Was genau Stormbreaker, waren das die? war optimal. Letzte Die letzten Runde? zwei. Ja, Ja, noch zwei. genau. Was, wir hatten jetzt zwei gegen War. Ah, stimmt. Ja gut, jetzt kann's losgehen. Ich glaube, ich weiß schon, wer gewinnt. Frage ist jetzt nur noch, ob Scrow oder. Ach nee, wir sind ja im selben Team. Okay. Also wir müssen jetzt Dann. in beiden Matches 9 Punkte, warte, 10 Punkte mehr haben als Water. In beiden. Also praktisch nur 5-5. Kommt in Frage. Und er 0-0. Unwahrscheinlich. Und Scrow können wir halt nicht mal einholen, wenn wir im selben Team Ne, sind. Scrow ist. Ach stimmt, der ist auch vor uns. Ja, den Das können wir nicht mehr heißt, einholen. wir werden höchstwahrscheinlich Dritter. Ich wäre ja mal dafür, dass wir einfach sagen, hier. Oder wir machen ja 5-5 und machen die einfach richtig fertig jetzt. Wir nehmen einfach irgendwelche Typen, die Pilot Level 10 haben und dann sagen wir so, jetzt viel Spaß. Und der Crew ist ja dann relativ gut, aber haben wir dann halt equal scheiße Captains. Und dann kommt was raus Nächstes oder dann Mal kommt meinst was du? raus, ne? Als nächstes ja eh wieder Würfelwahnsinn. Ja, Glaube ich. das Das ist ja jetzt das sowieso. fünfte, Und ne? nee, Ah, das das ist nicht macht mir stimmt. Nee, richtig nee, 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 fertig. nee, das ist das vierte. Servus, die Wiederholung jetzt. Ach, ist so schade, stimmt, das recht. Ja, das nächste Mal können wir auch, wenn welche da sind. Weil das ist einfach zu großer. Ich meine, das Level ist scheißegal, aber die beiden wissen, wie man was countert und so ein Scheiß. Das heißt, wir lassen das nächste Mal einfach nicht Scrow und Water fliegen, Ja. sondern keine Ahnung. Nie wieder. Nico und Akrib oder so. Agrip, der hatte relativ, ja gut. Ja, der ist einfach nur ein guter Pilot, aber. Ja, Aber der ist das nicht geht so eigentlich. krass wie die Ja, beiden. Der ist mehr so das Level wie Nerd Hector und du oder so, keine Ahnung. Hm. Nicht so krass wie die beiden da oben auf jeden Fall. Ich glaube, wir Jetzt bleiben bei nimmt dem Hector eine Schiff. Judgment. Wir gehen einfach die ganze Zeit auf die Judgment. Oh, der ist sowas von am Arsch. Das wird ihm nicht gefallen. Das Schiff. Es sind gleich 3 Minuten. Lücken unten. Du hast rechts eine Gatling, links eine Artemis. Links ist Long Range, rechts ist Short Range, links Burst rein, rechts Charge, beziehungsweise was hast du? Also, King Joe, lass uns das defensiv spielen. Ja, mach Wir mal so. sollten versuchen, möglichst im Offenen zu bleiben. Und am besten, ja, in unserem Spawn würde ich mal vorschlagen, lass uns als erstes versuchen, eine Formation einzunehmen, wo wir relativ dicht beisammen sind und uns schützen können. Und so lange wie möglich Long Range schießen. Ja. Da sage ich mal nicht nein. Ich gehe davon aus, dass Water extrem aggressiv reinchargen wird und sofort seine Watcher in Arc bringen will. Wenn wir auf Water vorher schon mal gut Schaden machen, kriegen wir vielleicht einen ganz guten Kill hin. Klingt gut. Nerd Hector ist nur eine Gefahr, wenn er nah dran kommt. Water ist auch nur eine Gefahr, wenn er nah dran kommt. Also möglichst lang versuchen, Longrange Vorteil zu spielen. So. Jetzt ist die Frage, Sterbehilfe oder Lupina?
Wer will oben hinten und wer will vorne? Ich will lieber hinten eigentlich. Okay, dann bist du Ballon, Engines und Mörser und Artemis und ein bisschen Hülle und Stabil, du bist vorne Hülle und vordere Artemis. Ja. Eigentlich müsste man jetzt gar nicht mehr zum Main Engine gehen, weil du ja praktisch einen Feuerlöscher in deiner Pipeline drin hast, Lycrin. Die musst du halt auch jetzt beherrlichen, die Main Engine da. Du einfach daneben stehst. Immer mal drauf kloppen beim Nachladen. Munitionsarten, Artemis ist klar. Ja, da kommt Burst rein und in die Gatling normalerweise charged. Und wenn ich sage, dann Lochnagar. Und Lochnagar heißt, du machst übelst Schaden, aber deine Waffe nimmt auch selber Schaden. Das heißt, du musst bei Hälfte des Magazins rausspringen und mal drauf kloppen, damit die nicht kaputt geht, wenn du das Magazin leer hast. Okay. Ach scheiße, jetzt hab ich... Na gut, egal. Ich brauche keinen Lesmog. Was soll ich denn mit Lesmog? Okay, King Joe, wir fliegen mal ein Stückchen in eure Richtung und drehen uns dann sofort wieder in deren Spot. Dass wir da nichts verpassen. Ich gehe wie gesagt davon aus, dass Ward da relativ schnell hier reinpushen wird. Da haben wir oben jetzt nicht mehr so eine Uhr wie vorhin. Was? Johannes. Okay. Nenn mich nicht mehr meinen Namen. Sag mal Darkpad, der soll dir nicht meinen Namen sagen. Du hast die Waffen falsch rum drauf gemacht, King nein, Joe. Nein. Wieso? Ist links die Gatling? Nein. Weiß mittlerweile eh schon nee, jeder. Nee, stimmt schon. Okay, du hast es nur andersrum gemacht wie alle anderen Menschen. Der Sack ist aber dann schuld, ja? Das alle okay, er nimmt doch erstmal defensive Positionen ein da hinten. Das ist gut für uns. Lass uns mal hier bleiben. Ja, links ist mal schön halt Long Range, ne? Sag ich an. Und rechts ist halt Short Range. Das sag ich auch an. Es ist auch gut, dass wir ein Tickchen vor euch sind. Wir werden, sobald die reinchargen, Rückwärtsgang einschalten. Ihr könnt da stehen bleiben, einfach auf die schießen. Warte, was nochmal? Und sobald sie zu nah dran sind, gehen wir eben auf Short Range. Was? Jetzt? Was du sagtest, Lupina? Dass das alle Leute andersrum machen, weil da irgendein Teil ist, wo dann alle Waffen in Arc sind oder sowas. Was? Das ist auf beiden Seiten so. Ja. Also ich kenn's nur von der Seite. Schießt mal alle so, auf die Galleon, die gerade übelst gegen die Wand gefahren ist. Na, Cookie hat das auch mal so rumgemacht. Lass uns versuchen, die Galleon zu killen. Bin ich klar gekommen. Yep. Aber vielleicht einfach nur, weil das andersrum geworden ist. Was ist denn das denn, Alter? Der hat echt keine Hobbys. Ja, demnächst. Ach, Scheiße. Wen nehme ich denn jetzt hier mal? Die rechte Seite Judgment, dann als nächstes. Gott, dauert die Gatling so lange. Rück an die rechte Seite reparieren. Und dann Feuer. Richtung? Ja. Yep. Lupina, gehen wir mal an die Mörser schon mal. Jetzt. Einer down. Jetzt die Geld. Wir bleiben auf der Short Range Seite. Sterbehilfe, geh mal Main Engine machen. Lycan, du schießt weiter. Jetzt mal. Oh, scheiße. Ja. Okay, gut, okay, egal. So. Okay, alles super. Sau. Sauber. Seid ihr noch bei 100? Wir sind bei 100. Wunderbar, wir auch. Selbes Spielchen nochmal.
Ich muss sagen, der Rama hat mir ein bisschen Angst gemacht von der Gang. Aber dann haben sie nicht weiter nachgedrückt, warum auch immer, und dann... Sterbehilfe? Ja. Wenn wir auf der Short Range Seite, wäre es halt cool, wenn du mit hinterkommst. Ja, mach das mal. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Weil ich gehe dann an den Motor und du musst dann hier hinten die Engines, den Ballon und die Hülle reparieren. Wenn wir auf der Short Range sind. Sag einfach nur rechtzeitig. Sag einfach nur, komm hinter irgendwas. Schießen. Wenn. Ich weiß nicht, ob das schon Range ist, kann sein. Ja. Oh, die Galley kommt rein. Auf die Galley. Wir gehen auf die Galley. Schön, wenn man so durch die Mopulator schießen kann. Ich gerade durchgeschossen auf die, oder was? Das will ich gar nicht. Was ist denn das hier? Also ich hatte gerade den Treffer anzeigen, obwohl die Mopulator... Ballon. Und jetzt wieder Hülle. und wir nehmen uns die Judgment auf der Shortrunning-Seite, also Lycrin rechte Seite, wenn ich gleich oben bin. Okay. Ich hole mir die Judgment. Geh an den Motor. Na gut, dann geh ich an den Motor. Jetzt schießt halt einfach mal. Immer an den Motor, Stöbel. Warte! Rote Hitmarker und so ein Zeug. Ja, es jetzt hättest du nie extra nachgeladen, oh Junge. Entschuldige, das Ding hat Normalmunition drin gehabt. Na, oh, Lupina. Ich hab keine Munition für einen Mortar. Ach, ja, stimmt. Ihr habt beide nur Burst. Ja, das. Dann. Trotzdem nicht. War schon richtig so, dass da Normals drin sind. Sollen wir bei euch spawnen oder geht ihr drauf? Ich versuche noch längst möglich auszuhalten. Also. Sieht eher schlecht aus. Spawnen wir mal lieber ein bisschen weiter weg und versuchen euch gleich zu unterstützen. Wir gehen auf die Development. Oh. Und da waren wir weg. Davor lief es gut. Na, jetzt bin ich gerade eben da in diesen Berg reingedrückt worden, als die Galleon gecharged war. Ich habe nicht gedacht, dass da schon der Berg ist. Da ist der. Okay. Soll ich direkt zu dir kommen? Also spawn? Spawne mal nicht. Kann sein, dass wir. Okay. Das war zu spät. Vorm Respawn bitte immer nachfragen. Nicht einfach blind rein spawnen. Hatte ich ja, aber du hast nicht so schnell geantwortet wie ich. Kam nicht an, sorry. Alle tanken auch Lycrin jetzt an die Hülle und so ein Zeug. Also einfach nur reparieren, niemand schießt. Okay. So, 10 Sekunden, sollen wir bei euch spawnen oder nicht? Noch nicht so angeschlagen. Ich versuche hier noch das Beste rauszuholen. Ah, fuck. Ja, das sieht eher schlecht aus, ne? Jo, was wir gemacht haben. Okay, schätze ich mal, dass wir nördlich spawnen, aber ich versuche das mal im Auge zu behalten, gerade wo die hinfliegen. Ja, die fliegen nach Norden. Vielleicht spawnen wir bei A4. Okay. Das sollte gehen. Das sitzt zwar ein bisschen im... Oder wir spawnen doch. Nee, lass uns C4 spawnen, da wo wir gekommen sind. Lass uns da spawnen, die fliegen da gerade weg. Okay. Und dann müssen wir halt rückwärts rausfliegen wieder. Ja, die fliegen da gerade weg. Ich bin gespawnt. Wahrscheinlich... Warte. Linke Seite Waffen. Judgment. Nicht extra nachladen, einfach drauf. Wir gehen auf die Judge. Warte, wir sind gleich in der Warte, stell dir das. So.
Lycra links schießen. Ja. Gally schafft wieder. Jetzt die Gally. Lass uns versuchen, die Gally ins Double. Und zwar rechte Seite. Akrib, gehst du hoch zu den Engines und so? Hast du Akrib gesagt? Ja, Sterbehilfe meint. Lücke und dein Main Engine da unten braucht man Klaps. Hm. Warte. Ich glaube, die haben eine Hülle da unten gerade. Ja, die Gally? Jetzt nicht mehr. Ne, gerade hatten sie auf jeden Fall. Lücken rechts, die Waffen. Schießen auf die Göldchen. Ja, jetzt. Warte. Ah! Scheiße. Rote Treffer auf der Gally. Ich mag das nicht mehr. Lass uns versuchen, den Kill zu. Schnell gleich fertig. War das jetzt schon die letzte Runde? Ne, eine ist noch, ne? Eins ist noch, ja.